Lambada. Herzlich willkommen zur Baders Pop Show. Hallo. Ich glaube, für den Lambada steht ihr eng genug, da kann man gar nichts wollen. Baders Pop Show, ein Jahr lang haben wir Pause gemacht und ihr habt gesehen, wir drängen uns immer weiter in euch hinein. Wir haben noch mehr Lichter, noch mehr Technik und wenn das Ganze erstmal im Laufe des Abends losgeht,
Ich sage euch, ihr werdet euch wundern. Eines Tages wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr nicht mehr in die Halle passt, weil wir zu viel Beleuchtung drin haben. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Ist jemand aus der DDR heute Abend hier? Ah, alle ja wohl nicht. Eins, zwei, drei. Stimmt das, echt? Ich bin gespannt. Ich sage das nämlich aus einem bestimmten Grunde. Wir haben heute viele Topstars. Wir haben Milli Vanilli, wir haben Depeche Mode, wir haben Peter Maffay. Aber wir haben auch die Topband aus der DDR hier. Sie haben sehr viel Schwierigkeiten gehabt mit ihren Liedern, natürlich damals. Jetzt ist das alles anders und wir hoffen, dass Sie nie mehr Schwierigkeiten haben werden. Ich bitte um einen ganz herzlichen Applaus für die Topband aus der DDR. Hier sind Silly! Morgen und Rob Pilatus, Milli Vanilli. Und das ist das Paar, was einen Traum wahrgemacht hat, muss man sagen. Denn sie sind wirklich aus dem Nichts entstanden und nun absolute Topstars. Die Single Nummer 1 in Amerika zurzeit, die LP, Debüt-LP Nummer 1 in Amerika. Was will man da noch mehr? Auf der Bühne wird man mich jetzt vergebens suchen, denn ich bin weit oben in der Dortmunder Westfalenhalle. Und ich hoffe, auch hier oben geht's kurz so weit. Wie ist die Sicht? Ist alles okay? Sieht man genug? Yeah! Wunderbar, das ist eine deutliche Antwort gewesen. So, jetzt gibt's eine Dame. Es gibt ja einige Damen, da kann man nichts falsch machen. Die mag jeder, auf die freut sich jeder und sie ist ein absoluter Superstar. Letztes Jahr haben wir gedacht, wir hätten ihre letzte Tournee gesehen. Von wegen, die Dame ist agiler als man denkt. Hier ist Tina Turner! You come to me.
very, very happy to have you on the show. Good evening. This is Oliver from Dortmund, and we have a special thing. 2 years ago, I gave you a gold LP. 2 Jahre vorher habe ich ja eine Gold LP verliehen, and this year you came another special prize. This one is from the Westfälische Rundschau. It's a great German newspaper, and they asked their readers to vote for the best female and male rock star, and you are, Tina Turner, the best female rock star in Germany of the 80s. Congratulations, Tina. And this is one of the readers, also die Westfälische Rundschau hat gefragt, wer ist der beliebteste weibliche Rockstar? Und männliche, der weibliche ist Tina Turner. Can I just say, before all my fans, I'm very happy to have this. Thank you very much for coming. Tina Turner. Thank you, bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ah, das sind so Augenblicke, die man wirklich nicht vergisst. Tina Turner. Bei uns geht's natürlich Schlag auf Schlag weiter. Eine Gruppe, die da kommt, aus Schweden. Wir sind Roxette. There's a lover's disguise, back in the
listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him wohl das Beste, was Schweden zu bieten hat, abgesehen von ABBA und Königin Silvia. Und bei uns geht es natürlich weiter. Zu Hause hoffe ich doch am Fernseher, dass inzwischen ein bisschen rumgetanzt wird, nicht? Oder beziehungsweise vielleicht bei dem Titel eher ein bisschen auf der Couch gesessen wurde. Aber es geht weiter. In der nächsten halben Stunde erwarten euch unter anderem David Hasselhoff, Blue Sister und die Fine Young Cannibals. Aber vorher machen wir weiter mit etwas Deutschem. Der größte deutsche Rockstar heißt Peter Maffay. We'll be right back.
Peter Maffay. Peter, Thomas, grüß dich. Peter, lass dich gehen. Was tust du, um dich gehen zu lassen? Geh auf die Bühne und tupfst dich aus. Das ist eine gute Möglichkeit dazu. Wenn das mal gerade nicht machst, liest du Bücher oder ziehst dich zurück oder was? Ja, das nicht unbedingt, aber eigentlich ist es ein wunderschönes Forum. Danke schon hier an Dortmund an dieser Stelle. Hier ist nochmal Peter Maffay. Sag nie zu früh, sag nie zu spät, sag niemals nie, ob das nichts mehr geht. Setz für dein Ziel alles aufs Spiel, solange das Rad sich für dich noch dreht. Gib dich nicht auf vor dem Hoffnungslauf, wirst du den Feld so weit hinter mir. Steckst du am Tief bis zum Hals im Dreck, stell dich deinem Schatten und spring über hinweg. Steh auf und spann auf, denn die Uhr wird sich weiter die Zeit bewegen. Steh auf und spann auf, denn die Straße und setz dich zu dir. Wirf die Wand weg,
Come on.
Thank you very much. Thank you, David. Die ersten sind schon umgefallen bei seiner Stimme. David, we have a special thing to do, because we have to do a video print from a girl that you can choose from the audience. Wir können also ein Mädchen aus dem Publikum, kann sich auswählen, und mit dem machen wir einen video print. Do you understand me? You have the choice to take one girl on stage. But this little girl right the here. Little one? Come okay. on, baby. Das Kleine. Yeah. Oh ja, du kommst mal. Ah, pass auf. Watch your head. Watch your head, honey. So, komm mal schön her. Wie heißt du denn? Sabine. Sabine. Wie geht's? Sabine. Es ist David. Hallo. Kennst du ihn schon? I think you're good. Dankeschön. Komm mal ein bisschen rum, Sabine. Sonst sieht dich keiner. Komm mal ein bisschen her. So, Sabine. Jetzt machen wir ein schönes Foto. Und zwar, siehst du, stell dich mal neben David. So. Und jetzt werden wir mal sehen. Der Videoprinter steht da. Jetzt wird es gleich gemacht. Hast du denn noch eine Frage an David Hasselhoff? Irgendwas? Ich will fragen, ob er mir auch ein Autogramm geben kann. He wants to have an autograph. Here on the stage. Yeah. Come back. Ich stand auch schon am Auto. Du standst schon am Auto? An welchem? An seinem? Mich nicht dran gelassen. Oh. She stood at the car, but you didn't leave her in. Oh. But hätte er dich vorher gekannt, hätte er dich bestimmt schon reingelassen. Und jetzt lässt er dich immer rein, also ganz bestimmt. Das ist ganz sicher. Bist du denn hier aus Dortmund oder wo kommst du? Du sprichst so gut Englisch. Ja, mein Papa ist Englisch. She's very good in English. Yes. Here's a photo. So, let's have a look. That's you and David. Yeah, it's okay for you. But we have to write, but you have no pencil. No. We do it like that. Hat jemand einen Stift, anyway, damit on. Sie auch was zu... Ja, das okay. Müssen wir jetzt schon machen. Gib mal den Stift, da haben wir einen Stift. So, David. Here you go, sweetie. I take the mic. Jo, der schreibt sogar, wunderbar. So, go, also. Thank you very much. You're thank welcome. You. All right, thank you. Thank you, David. All right. Good luck for the future. Okay. Good night. Thank you. So, na, die wird bestimmt mal ein Fernsehstar, kleine Sabine. Was glaubt ihr wohl? Gibt es Peters Popshow ohne eine dazugehörige Platte? Nein, es gibt sie. Und zwar Peters Popshow auf Platte, auf Doppel-LP, auf Doppel-CD oder auf Musikkassette für die, die viel verreisen. Das gibt's ja auch. Und mit da drauf sind natürlich alle Gruppen, die ihr gesehen habt, beziehungsweise die ihr noch sehen werdet. Und das wären unter anderem Depeche Mode. Viele mehr. Und jetzt kommt eine Dame, die kann singen wie ihr Bruder, sie kann tanzen wie ihr Bruder und sie sieht ähnlich aus wie ihr Bruder, aber sie braucht den Vergleich überhaupt nicht zu steuern, denn sie ist selber ein absoluter Superstar. Von ihrem letzten Album Control kamen allein 5 Singles in die Top-Platzierung in Amerika. Und ihre neue LP, die hat sie unter ein Motto gestellt, als sozusagen Botschaft an die Jugendlichen dieser Welt. Glaube an deine Träume und arbeite sehr, sehr hart daran, dann werden sie vielleicht einmal wahr. Und hier ist Janet Jackson!
kommt gleich nochmal. Sie muss sich umziehen. Und das dauert ein paar Augenblicke. Sie weiß, was Show heißt. Unter anderem auch die, die ich jetzt begrüßen darf. Und ich glaube, die Fans sind da. Die Fans der Fine Young Cannibals. Thank you.
klassische Musik in Peters Popshow. It's a Magic Symphony. Auch diesmal wird Peters Popshow wieder in rund 20 Ländern ausgestrahlt. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, spare ich mir. Aber ich kann auch nicht alle Länder begrüßen, denn daran würde, glaube ich, sogar Sprachwunder Desiree Nosbusch verzweifeln. Also lassen wir das. Für die nächste Band muss ich eigentlich auch nur Englisch können oder ganz einfach Deutsch. Rock aus Germany, hier sind Bonfire! Let's like fire, keep blowing the dark.
So, für die zu Hause muss ich nochmal sagen, wenn ihr euch jetzt überlegt, vielleicht jetzt gerade ein Bier holen zu gehen, solltet ihr nicht tun, denn in der nächsten halben Stunde kommen viele Künstler, unter anderem Richard Marx, Robin Beck, Reinhard Fendrich und noch so einiges mehr. Und die sind natürlich alle auch auf der Platte drauf zur Peters Pop Show. Und was ich vergessen habe, 2 Mark gehen an die Welthungerhilfe. Das muss gesagt werden, denn Ordnung muss schließlich sein. So, und jetzt geht's hier weiter. Das ist ein italienischer Eisstand und das ist ein Spaghetti-Eis, beziehungsweise soll eins werden. Mal gucken, ob das klappt. Mal sehen. So, das wäre der erste Streich. Jetzt kommt natürlich noch was drüber. Parmesan und ein bisschen Ketchup in Flüssigform. So, und schon haben wir das Komplette fertig. Ah, wer mag's denn? Ich probier's erstmal. Ist gut, ist sehr gut, sehr delikat, also wirklich. Also, ah, pass auf, aber nicht auf die Kleidung. Pass auf, pass bitte auf, oh Gott. Das rote Zeug, es geht nicht raus. Es passt auf. Gut, also lasst es euch schmecken. Italienisches Eis, und das deutet auch auf italienische Musik hin. Ja, mach mal schön. Italienische Musik, da ist es ja ein bisschen ruhiger drum geworden in der letzten Zeit, aber es gibt sie natürlich immer noch, die großen Stars. Und wir haben einen ganz großen Star aus Italien. Und er wird gleich singen Viva la Mamba. Ich freue mich auf Edoardo Bennato. L'estate che passa in freddo, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. We'll be right back.
Kennen wir ja schon, der wiegt so einiges. Ich darf jetzt die Miriam begrüßen. Grüß dich, Miriam. Ja, hallo. Und es gibt ja nicht nur eine Frau, die ausgezeichnet wird, sondern auch einen Mann. Und du erklärst jetzt nochmal, was hat das auf sich mit der Westfälischen Rundschau? Wie ist das gelaufen? Ja, die Rundschau hat von 15.000 Jugendlichen Einsendungen bekommen, die dann ihren Star des Jahres gewählt haben. Und du warst mit dabei natürlich. Also dieses Ding werden wir natürlich gleich vergeben, nämlich an den männlichen Star, das darfst du machen. Aber vorher singt dieser Mann natürlich noch und du darfst ihn jetzt ansagen. Du hast ja sicher noch nie auf so einer Bühne gestanden, oder? Ja. Noch nicht? Doch. Stehst schon öfter auf solchen Bühnen, ja? Nee, das nicht. Das wollte ich doch meinen. Aber ich meine, ist ja schon ein schönes Gefühl, nicht? Und jetzt streng dich mal an, vielleicht können wir dann mal zusammen die nächste Popshow gemeinsam moderieren. Also, du sagst jetzt den Künstler des Jahres an, den männlichen. Also, Achtung, Miriams Ansage. Jetzt kommt... Hier kommt der Star des Jahres 89, hier ist Chris de Burg. Ja. All the
Dankeschön, wie geht's? Would you like to be high on emotion? It is great to be back here again in Germany, especially at this turning point in the history of Germany. When the Berlin Wall is coming down
And there are no more borders. And it's breaking my heart. I know what I must do. I hear my country call me, but I wanna be with you. I'm taking my side. One of us will lose. Don't let go. I wanna know that you will wait for me. There's no borderline, no borderline. Dankeschön, good night. Thank you very, very much, Christopher. We are really impressed. This is Miriam. Chris, one of the readers of the Westfälische Rundschau, and they give you an award as best artist of the 80s, Chris de Burgh. Good, wir machen weiter mit einem Titel, und zudem muss ich mal fragen, glaubt ihr, ein Macho zu sein? Nee. Okay. Und ihr hier, die Ordner, was glaubt ihr? Macho? Auch nicht. Nee. Passiert ist hoffentlich heute auch nichts hier, mal an der Reihe gefragt. Nochmal bitte. Ah, du hast Lärmschutz drin. Na, so schlimm ist die Musik aber auch nicht. Ist irgendwas passiert? Sind irgendwelche Leute umgefallen? Ja, einige schon. Einige schon, aber es geht noch. Also, ihr seht noch ganz frisch aus, ja? Wunderbar. Also, Stichwort Macho. Er wird uns sagen, was das ist, auf seine ironische Art. Hier ist Reinhard Fendrich. Julio Iglesias.
von bis hinauf zur Silberden. Willst du beatmen, man muss, du nicht über den Brenner musst. Bei uns gibt's Macho, wir sind ganz schon so beginnt. Die Frau aus Industrie und Adel verweist sich ins Tiroler Wadel, genauso gern wie in die Herren aus Rimini. Es war Geburtstag Nummer 8, ich hab mir nie sehr viel gemacht, aus feuchten Küssen, die wir küssen müssen. Die Torte strahlt im Kerzenlicht, ich blase fest und schaff es nicht. Mehr liebe Kerne, singen wirst du keine. Euphorisch presst mich Tante Frieda, beherzt ans überfüllte Mieter. Sie spricht zu mir mit vollem Mund, die Hauptsache ist, man bleibt gesund. Als Zuckerbäcker hat man's immer lecker. Die Oma wünscht sich gar so sehr, ihr Enkel wäre ein Ingenieur. Der Opa hört schon schwer und sagt, jawohl, der gehört zum Militär. Da fragt mich streng mein Onkel Heini, na sag, was willst denn werden, rein? Ich werd kein Doktor, kein Professor, das können andere viel besser. Ich hätte kein Talent als Bundespräsident. Ich werde niemals ein Minister, kein Kandidat, kein Vielgeküster. Ich werde Stromgitarre spielen in einer Band. Der Vater runzelt seine Stirn, wie kann das Kind uns so blamieren? Wir investieren, jetzt soll er auch studieren. Man kommt nicht weit in diesem Staat, außer man hat ein Doktorat. Und diese Flausen lass man wieder sausen. Ich blicke auf von meiner Torte und melde mich verschämt zu Wort. Ich werd kein Doktor, kein Professor, das können andere viel besser. Ich hätte kein Talent als Bundespräsident. Ich werd kein Generaldirektor, schon gar nicht Kriminalinspektor. Ich werde Stromgitarre spielen in einer Band. Kein Professor, das können andere viel besser. Ich hätte kein Talent als Bundespräsident. Mir wird nie Fahrt im Aufsichtsrat. Ich brauch keinen staatlichen Beruf. Ich hab die Gruppe. We'll be right back.
Jetzt gibt's einen Rocksänger, der kann richtig loslegen, wenn er will. Man kann auch so sagen, der Marxismus ist ja eigentlich tot, was politische Dinge betrifft. Musikalisch aber ist er gerade erst im Aufkommen. Er hat vielleicht die schönsten Rockballaden der letzten Zeit gesungen. Und hier ist er, Richard Marx. Tumble inside my head.
apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say
So, das war also der zweite große Hit für Kaoma. Und da sind nochmal Milli Vanilli. Ja. Habt ihr schon mal Lambada getanzt eigentlich? Nee, heute zum ersten Mal. Aber ist toll, ne? Spitze, toll. Und wir dachten euch, ihr seid sicherlich durstig nach diesem Lambada-Fieber. Und Milli Vanilli haben sich toll bereit erklärt, uns ein bisschen zu helfen. Mit Wasser für euch. Ja. Und schieben wir einfach mal. Ein bisschen weiter, so. Und dann geben wir euch mal ein bisschen was, nicht? Ja, durstigen Kehlen. So, zweimal, da komme ich nicht dran. Ja, so, aber nicht fallen lassen. Einmal und zweimal, da braucht man lange Hände. So, den Stundenlohn könnte ich nie bezahlen, Milli Vanilli für Wasser ausgeben tun. So, nicht auf die Kameras, die sind sehr empfindlich. Ihr macht noch ein bisschen weiter. Thank you very much. Milli Vanilli, geben euch Wasser. Und bei uns geht es weiter mit einem deutschen Künstler. Er ist sozusagen der deutsch-deutsche Künstler, kann man sagen. Und die Platte, die er mal gemacht hat, die kann man dann verschenken, wenn man sich getrennt hat. Ich hoffe, dass es keinem heute passiert. Ich liebe dich nämlich überhaupt nicht mehr. Hier ist Udo Lindenberg. Endlich nicht mehr weh, wenn ich dich zufällig mal wieder seh. Es ist mir egal, sowas von egal, und mein Puls geht ganz normal. Muss nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm. Ich komm sehr gut zurecht, kannst ruhig glauben. All die anderen Frauen, die sind auch nicht schlecht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das ist auch
den Fernseher, den ich angetreten habe, den hat die Versicherung voll bezahlt. Die Wohnung sieht jetzt anders aus, nichts erinnert mehr an dich. Ich hab alles knallbunt angemalt. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Du sagst, da wär ne Trauer in meinem Gesicht. Was für ein Quatsch, das ist doch nur das Kneipenlicht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das ist aus, vorbei und lange her. Guck mich bitte nicht mehr so an. Fass mich bitte nicht mehr so an. Das zieht bei mir nicht mehr. Geh dann einfach weiter. Es hat keinen Zweck. Natalie Cole.
haven't let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. Thank you very, very much. I'm a great fan of you. I love your songs. I think you have two souls in your breast, one for the funky music and one for the ballads. Is that right? Yes, I love it both. Denn sie macht auch richtig funky music. Das waren eine ihrer schönsten Balladen. We see us later again. Thank you very much, Natalie. Natalie Cole. Und für die Fernsehzuschauer, die vielleicht gerade mit der Oma telefonieren, lassen Sie es, denn wir haben viele Künstler in der nächsten halben Stunde, zum Beispiel Camouflage oder Jermaine Stewart oder Taylor Dane. Aber jetzt gibt es zunächst mal was anderes. Und zwar eine Band, die kürzlich auf Amerika-Tournee war. Und da haben Sie die vielen Prediger im Fernsehen gesehen und Sie fanden sie sehr, sehr verlogen. Und darüber haben Sie einen Song gemacht. Personal Jesus, here's a good question for yeah.
I wanna dance.
Rain of Love, das war Jermaine Stewart. Und bei ihm, muss man sagen, ist alles zusammen wichtig. Der Tanz, die Stimme, die Kleidung und die Haare. Er hat nämlich schon mal gordische Knoten auf dem Kopf gehabt. Jetzt eher die modische Glatthaar-Schüttelfrisur. Er sieht allerdings nur die Hälfte. Jermaine Stewart, in der nächsten halben Stunde hier auf der Bühne. Unter anderem Lisa Stansfield, Mike Oldfield und Camouflage. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit einer Disco Queen, kann man sagen. Tell It To My Heart war ihr erster ganz großer Erfolg. Und hier sind die neuesten Hits von Taylor Dane. Yeah.
Dankeschön an Camouflage. Danke an euch. Camouflage, ihr seid aus Bietigheim, scheint Erfolg in der Luft zu liegen, denn der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kommt auch aus Bietigheim. Aber mein Ernst, wie schafft man es von Bietigheim bis an die Nummer 1 der US-Dance-Charts? Ist das nur wirklich Erfolg? Ist das Können oder was ist das? Ja, ich meine, ich glaube, Können ist da mit Sicherheit dabei, aber auch genauso viel Glück und ein guter Remix auf jeden Fall. Okay, jetzt habt ihr erstmal auszuruhen, denn ihr habt viel gemacht hier auf der Bühne. Dankeschön an euch. Danke. Dankeschön an Camouflage. Der nächste Sänger heißt Adrian Belew und einige werden sagen, wer ist das? In Amerika ist er ein sehr bekannter, erfolgreicher Studiosänger. Wenn ich euch sage, wer hinter diesem Mann steht, dann wisst ihr es. Hier ist Mike Oldfield. One glance is all that I need. What I was searching for.
Innocent war das und er lässt ja immer die lieben Leute die Mikrofone in der Hand halten, nicht ob es nun hier Anita Hegerland ist oder sonst wer, aber ganz allein die Fäden in der Hand behält er selbst, Mike Oldfield. Es gab mal so eine Disco-Formation, die hieß Cold Cut, kennt ihr die? Nö. Nee? Schon zerdrückt hier vorne oder wie sieht's aus? Nee. Schon zerdrückt? Ja, ganz. Ziemlich, schon ein bisschen schmaler geworden, ne? Also, Cold Cut gab es nicht mehr lange, denn die Sängerin wurde immer, immer wichtiger und wurde immer mehr in den Vordergrund gedrängt. Jetzt hatte sie sogar einen Nummer-1-Hit in England, All Around the World. Und einen Hit kennt ihr ganz sicher, den wird sie jetzt zum Anfang singen, nämlich This is the Right Time. Und hier ist Lisa Stansfield. Baby, don't know if you don't hear me.
give up looking for my baby. Das Popshow geht so langsam dem Ende zu und für das Finale gibt es ein wunderschönes Liebeslied und ich darf dazu noch einmal begrüßen Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Like crazy, I miss you like crazy.
you.